Finding Honor. Willkommen zurück zu Neverwinter. Moin moin. Hallo. Oder Niewinter. Wir haben auf der Suche nach Honor. Honor? Ah, okay. Verhört eine Diebin, die Honor genannt wird. Sie versteckt sich in einem verfallenen Gebäude gegenüber der Treibholztaverne in der Enklave der Beschützer. Die Nasher, das lese ich jetzt nicht vor. Wo seid ihr hin? Hier. Kann man das irgendwie zoomen oder so? Ich gehe mal kurz in die Option. Ja? Kann man. Wie denn? Die Karte meinst du? Die Ansicht. Die Ansicht? Shift automatisch laufen. Ansehen-Modus verkleinern. Okay, das ist Bildlauf nach unten. Mauszeiger-Modus ist F2. Frei rechts Q. R. Die Sonderkraft. Anrufung. Reittier. Ah. Bittet um den Segen eurer Götter. Nein, ich wollte noch weiter gucken. Was macht eigentlich die Klassenkraft? Ja, Spielmenü, Zoomkarte, Festival, dass ich also schiffen kann. Das ist die Welt heute zu bieten. Das war irgendwo da. Man müsste doch, glaube ich, auch irgendwas ausrufen können oder so, dass man. Kann man die irgendwo hinzufügen oder? Was ist denn überhaupt genau die Klassenkraft? Nicht, dass wir über verschiedene Sachen reden. Zerstörer, eure weitreichenden Schläge fahren tief durch die Reihen eurer Gegner und erhöhen jedes Mal, wenn ihr mit einem einzelnen Angriff mehr als drei Gegner trefft, euren Schaden um 3%. Diese Wirkung ist bis zu dreimal stapelbar. Wo siehst du das denn? Achso, das ist, wenn du den Charakter aufmachst unter Kräfte. Achso, ja, das sind doch deine ganz normalen. Also es geht einmal da allgemeine Kräfte, Kampfkräfte und dann. Achso, dieses Zerstörer, das hier ist wahrscheinlich cool. Das ist natürlich richtig geil. Ich weiß, wie ich jetzt das ganze Interface ausschalten kann. Was meintest du, Marc? Ich glaube, dieses Zerstörer, das steht gerade aktiv. Das ist dann wahrscheinlich eine passive Fertigkeit. Denke ich mal, oder? Da wo aktiv steht, das müsste dann ja. Moment, aktiv. Irgendwann war ich auch aktiv. Gucken, was Dr. Google dazu sagt. Aktiv. Wo siehst du das? Achso, da aktiv, ja. Shadow Walk. Das ist bei mir meine Bewegungsfähigkeit. Aber eine Kampfkraft. Das kommt tatsächlich durch die Klasse, ja. Last Feature. Gerade so ein bisschen durch hier. Ja. Okay, das ist zentrieren. Hey. Ah, okay, hier gibt's die Ruinentunnel. Hier ist das Questziel. Ja. Wir warten schon die ganze Zeit auf dich. Ja, ich stehe ja bei euch. Ne, ich weiß nicht, aber das scheint tatsächlich eine passive Fertigkeit zu sein. Gut, dann lass mal da runtersteigen. Huch. Hast du schon da raufgedrückt oder? Offensichtlich werden wir alle gleichzeitig dann reingesaugt. War so ein Timer, ja. Bei der Macht von Grayskull. Wir haben die Kraft. Lass mich mal das übernehmen. Sie haben keine Chance gegen mich. Das ist mein Pet, ne? Achso, ich dachte, was ist das denn? Du kannst Licht beschwören. Nicht schlecht. Ich habe eine neue Fähigkeit, die will ich mal ausprobieren. Wow! Das ist echt ein schönes Kampfsystem. Wer ist eigentlich der Anführer von uns? Unserer Gruppe. Natürlich, der Hexenmeister muss. Warte mal, hier ist was. Ah!
Ah, genau, hier. Man braucht Naturskill oder das Kit. Kann ich euch eigentlich meinen Arcana-Kit geben, weil das brauche ich ja eigentlich nicht, wenn ich... Gewölbe-Kit hab ich nur. Ich habe einen Hexer neben mir. Wie, du hast schon Kit? Ja, das habe ich gefunden in dem anderen Ding. Oh, genau, da alleine platt. Okay. So, zu spät. Auch nicht schlecht. Hier ist eine Truhe. Presidium. Ja, wir sind gerade dabei, die Gegend zu erkunden, um möglichst viele coole Sachen zu finden. Dann rennen wir einfach nicht durch hinter dem Faden her, sondern, ne? Ja, aber wir sollten auch zusammenbleiben. Ja. Das liegt daran, dass wir... On a reach. Dass wir halt... Vorsicht! Warum hat sie es immer auf mich abgesehen? Ich hab doch gar nichts getan. Cool, da war ein Dungeoneering-Kit. Auch noch ein Gewölbe-Kit gekriegt. Ah, und hier ist sogar was zum Dungeoneering. So ein komischer Schädel. Achso. Ich hab die Tasche von Honor gefunden. In Honors Tasche befindet sich eine Notiz. Honor. Ey! Und wer hat das weggedrückt? Wer hat das weggedrückt? Welcher? Ich dachte, das wäre für jeden Einzelnen. Nee. Dieser Abenteuer hat uns im Gewölbe gesehen. Wir können nicht in der Enklave bleiben. Ich werde meinen Anteil verkaufen und mich dann nach Schwarzsee begeben. Bei Karzow und in Nashen wären wir in Sicherheit. Ist das neue Begegnungskraft? Ziel erfüllt. Können noch ein bisschen rumgucken hier. Was haben wir dann alles gekriegt? Abenteuer-Ikone. Das kann ich ausrüsten. Okay. Das wird also da ausgerüstet und bringt was. Gudwans Notiz. Und der ganze Rest. Das hat gehört. Irgendwas macht hier Geräusche. Ich schaue mich nochmal kurz woanders um. Ich komme gleich nochmal zu euch. Ach, wir sind so hier, ne? Oder? Ja, doch. Ich warte mal auf euch. Nach 3 Folgen, was haltet ihr von dem Spiel bisher? Ich finde es gar nicht so doof. Ich finde das Kampfsystem cool. Jetzt weiß ich auch, warum ich das euch unbedingt näher bringen wollte. Ich finde auch allgemein das Dungeons & Dragons Gebiet rund um Neverwinter oder Neverwinter, Baldur's Gate und Co. auch richtig cool. Und Icewind Dale spielt auch in derselben Richtung. Das sind alles Spiele mit dem Dungeons & Dragons Regeln. Fertig? Ach, hier sind wir hin. Ja, ich bin fertig. Okay, da drücke ich mal. Ich glaube, dann werden wir alle... Das war tatsächlich einzeln. Das war diesmal einzeln, okay. Reingehen alle zusammen und auch rausgehen alle einzeln. Macht's. Ich dachte dahin gerade, wer... Wie seid ihr so schnell? Ich sprinte. Wie kannst du sprinten? Shift. Shift. Okay, ich kann nur magisch ziehen. Kostet natürlich Ausdauer wie Sau. Ja, und ich kann stattdessen sprinten. Kostet Ausdauer wie Sau. Ein Shadow Walk. Jetzt bin ich mal gespannt. Seht ihr das jetzt alle oder ist das einzeln? Einzeln. Ich rede mit ihm. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Gothburn ging also nach Black Lake. Das erklärt einiges. Spur der Krone. Gothburn im Black Lake Viertel
Das bedeutet Ärger. Das ist das reinste Drecksviertel und nicht nur wegen dem Seeschlamm. Die Nasher haben sich offen gegen Lord Neverember gestellt und greifen jeden an, der sich ihrem Anführer Karsof gegenüber nicht zur Loyalität verpflichten will. Wenn sich Gothwen noch immer im Blacklake-Viertel aufhält, sollte Gefreiter Hothidon Falvern davon wissen. Sprecht euch am besten mal mit ihm ab. So, wir bekommen dafür 32 EP und 11 Kupfer. Hey, wieso das jetzt doch mit der Freundschaftsanleitung funktioniert? Weiß ich nicht, das stand in der Questanleitung. Und da ich hab da drauf gedrückt. Und als ich da drauf gedrückt habe, stand da, das geht nicht, weil das geht nicht reicht. Ja, stand bei mir auch. Ich konnte es auch nicht, weil Level-Anforderungen nicht genügt. Hast du irgendwie schon was davon gekauft? Ich habe bisher noch keinen Cent bezahlt an dieses Spiel. Hast du schon einen anderen Charakter, der auf Level 15 ist? Nein. Dann frage ich mich echt, was hier los ist. Fiedlergasse. Beschützerstraße. Wo sollten wir hin? Blacklake-Viertel. Boah, wir können ins Unterreich, cool. Mein Zuhause. Ja. Oh, wir sollen mit dem reden hier. König begegnen, wenn er hier auch ist. Sprecht ihr gerade mit dem? Wenn ich mit dem reden? Doch, das ist er, ja. Ja, ich spreche mit ihm. Bewegt euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Blacklake ist dieser Tage nur noch die Heimat der Verzweifelten und Verstoßenen. Eins. Gestatten, Hathedon Falwan, Gefreiter der Stadt Neverwinter, Soldat des Feldwebel Nox, Ergründer der tiefsten Geheimnisse und Jäger der dunklen Gestalten. Ich wusste nicht, dass ihr kommen würdet, aber ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit. Nach meinen Informationen hat euch Feldwebel Nox auf die Spur von Gothwin Cooper gebracht. Ich habe Neuigkeiten zu seinem Verbleib, aber ich befürchte, sie bedeuten nichts Gutes. Eins. Verdächtigen identifizieren. Unsere heißeste Spur zu Karsof und der Krone ist ein Beutelschneider namens Gothwin Cooper, der an dem Diebstahl beteiligt war. Ich habe einige seiner notorischen Verstecke auf eurer Karte markiert. Schaut euch diese Orte näher an und haltet die Augen nach Hinweisen über seinen Verbleib offen. Die Nebenquests wirklich alle links liegen lassen, oder? Ich glaube, die bringen ja auch Erfahrung. Ja, eben. Das sind so scheiße viele. Hier kann man Sachen verkaufen. Dunloop? Da kann man auch Reifen kaufen. Ich glaube, das braucht man nicht. Das braucht man sicherlich auch irgendwann mal. Ich habe da Engineering Arcana, da kaufe ich mal noch Nature. Und Deep. Na, haben wir alles. Bleib bei dem, was ich hab. Das ist Religion, glaube ich, ne? Ja, ich hab allerdings diese ganzen Kundepakete nicht weggemacht. Der informierte Hafner, was ist denn das? Als Vertreter der Hafner kommen mir die wildesten Gerüchte zu Ohren. Wir handeln mit Informationen und Gerüchte sind dabei die heißeste Gott, der redet weiter. Da sie oft Halbwahrheiten enthalten und manchmal sogar... Ah, cool, ich kann's abbrechen. Wir haben nicht... Wo seid ihr? Ich laufe gerade Mark hinterher, aber er ist irgendwie vom Weg abgekommen. Nö. Von nun an müsst ihr euch alleine verteidigen. Diese Krisselspur. Ah, bei mir geht die woanders hin. Alter, was sind das für ein Mond? Mal alle. Ja, wir sollen Informationen sammeln. Alle mal stoppen. Wo ist ein Mond? Ich sehe keinen Mond. Ich sehe einen Mond und der ist voll fett. Huch, hier sind ja Gegner. Ja. Deswegen sollte man hier aufpassen oder so. Ihr wisst schon, dass ich nicht hinterherkomme. Ihr seid viel zu schnell. Man verpasst doch alles. Hä? Du warst gerade eben in der Dungeon der Erste, der gesagt hatte. Warum kommen mir so viele Leute entgegen? Gott, was ist denn hier los? Kampf. Du warst gerade derjenige in der Dungeon, der gesagt hatte, ja, was seid ihr denn so langsam? Jetzt rennen wir alle wieder zurück. Wir haben Informationen gesammelt. Das ging ja schnell, das war ja einfach.
Okay, eins. Die schriftliche Nachricht, die Leichen, der Schlüssel zu den Abwasserkanälen. Das alles lässt nur einen Schluss zu. Godwin Cooper wurde von den berüchtigten Todesratten entführt. Todesratten. Quest abschließen. Bewegt euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Black Lake ist dieser Tage nur noch die Heimat der Verzweifelten und Verstoßenen. Die Todesratten. Anscheinend wollen nicht nur wir von Godwin erfahren, wo sich Karsof und die Krone befinden. Die Todesratten, eine Bande widerlicher Wehrratten, haben ihn entführt, um die Information unter Folter aus ihm herauszupressen. Die Nasher haben Godwin seinem Schicksal überlassen. Gelingt es uns, ihn zu retten, erhalten wir vielleicht im Gegenzug die Informationen, die wir brauchen. Der Tiger, aber der Hort der Todesratten ist hier in den Abwasserkanälen. Ich werde einen uns bekannten Eingang auf eurer Karte verzeichnen. Aber nehmt euch in Acht. Godwin wird ohne Zweifel tief in ihrem Hort gefangen gehalten. Annehmen. Wehrratten. Das ist geil. Ich erinnere mich noch an Black Lake, als es ein guter Ort zum Leben war. Auf Englisch heißt das wahrscheinlich Were-Rats. Wehrratten. Ah, gibt's irgendwo einen Timer? Hab keinen Timer gesehen. Todesrattenhort untersuchen, Todesrattenhort suchen. Warte mal, stopp. Da stand gerade I für mehr Infos. Anscheinend will Mark keine Infos. Was sind Wehrratten? Ich glaube, die Gruppe heißt, oder die Gang, oder was weiß ich, heißt oder so. Ja, das sind Todesratten. Todesrattengang. Ja, und Wehrratten sind's. Der hier überall hängt. Todesschleim. Ah. Hier so ein komisches Teil. Kommt man Sachen. Da ist ein Hebel. Ich habe kein komisches Teil mit irgendwie Sachen gesehen. Hier ist auch noch ein Teil mit komischen Sachen. Ich habe ein Parierschild gefunden. Ist da was für mich? Und Ressourcen. Vor der Klasse beschützender Kämpfer. Gut. Was ist das andere Ding mit komischen Sachen gefunden? War in dem Raum, wo wir gerade waren. Ich habe mir Fallouts gelöst. Aber ich weiß nicht, ob die dann verschwinden, wenn man die einmal benutzt hat. Hm. Varin Chalgash. Wehrrat, Typus Wehrratte. Ja, natürlich gehen wir auf den Kleriker. So. Hä? Ein Ball. Ich habe einen Spielball gefunden. Taktischer Magier und wachsamer Waldläufer. Ole, ole. Oha. Mach ich. Achso, die sind stehen geblieben. Ich dachte, die kommen weiter auf uns zugelaufen. Sind doch nur Ratten. Noch mehr Ratten. Nee, Wehrratten. Das ist falsch ausgesprochen. Noch mehr Wehrratten. Todesrattenhort, ich habe ihn gefunden. Flea Bottom. Flo. Das sind ja tatsächlich Ratten. Ja. Was machst du denn? Ich dachte, das wären einfach nur Menschen, die sich so nennen, weißt du? Wenn es Wehrratten sind, dann sind das wohl Menschen, die sich hier nennen. Was? Die wollen ihn essen? Oh, Tex, geh weg. Ich seh nix. Au. Da war ja noch einer. Oh, sag mal. Hier.
Das ist aber ätzend, wenn man aufsammeln will und Video. Schatz. Schatzgoblin. Was mit der Schatzruhe hier? Also die kriegt man wahrscheinlich, wenn man die Quest abgibt oder so. Wir sollten erstmal Gotham Cooper ansprechen. Ich will die Truhe. Ich spreche an. Ja, ich war am Diebstahl der Krone von Neverwinter beteiligt. Ich war ein treuer Nasher. Aber da Karsof mich hier meinem Schicksal überlassen hat, bin ich niemandem mehr zu etwas verpflichtet. Ich sage euch, wo sich Karsof verkrochen hat. Und auch, wo er die Krone versteckt hält. Erinnert diesen verräterischen Hund daran, dass Loyalität für beide Seiten gilt. Am besten, jetzt kann man, während ihr ihm eure Klinge in die Gedärme dreht. Ich werde sehen, was sich da tun lässt. Ah, eine Truhe. Oh, Bewegung. Da muss man zurückkommen, die Truhe ansprechen. Was muss ich ansprechen? Die Truhe. Und ein Durchdringer. Hier. Durchdringer hat zwei Hände. Angenommen. Oder was? Okay, dann haben wir alle Truhen angesprochen, können wir wieder raus. Ja, das ist ja so getrennt. Ja. Das ging schnell. Genau, und an dieser Stelle sprechen wir noch mit Harvison. Gothwen hat uns alles verraten. Wir wissen, wo sich Karsof versteckt und auch, wo er die Krone aufbewahrt. Mit etwas Glück haben wir sowohl ihn als auch die Krone, bevor der Tag zu Ende geht. Bewegt euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Black Lake ist dieser Tage nur noch die Heimat der Verzweifelten und Verstoßenen. Heiße Spur. Von Gothwin haben wir die Information, dass Karsof in einem Haus in der Nähe Unterschlupf gefunden hat und sich die Krone im Hauptquartier der Nasher befindet. Meldet euch bei der Gefreiten Zoe Fargo, sobald das Gebiet gesäubert ist. Sie hat ein Auge auf das Haus, in dem sich Karsof versteckt. So ein Level-Up hatte ich gerade gehabt. Ich erinnere mich noch an Black Lake, als es ein guter Ort zum Leben war. Ich habe einen Kraftpunkt. Das heißt, ich kann. Könnt heilendes Wort sprechen. Oder ich werte meine Glaubenslanze auf mehr. Ja, ist ja gut. Als es ein guter auf mehr aus. Leben war. Ich glaube, ich werte meine Glaubenslanze auf. Mache ich mehr Schaden. Uiuiui. So, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich erinnere mich noch an Black Lake, als es ein guter Ort zum Leben war.